möchte ich Ihnen sagen, dass natürlich mit der Anatomie alleine kein Pferd geschult werden kann. Auch nicht dressiert werden kann, weder noch. Das ist unmöglich, denn ein Pferd ist genau wie wir und wie alle unsere Mitgeschöpfe auf dieser Erde ein Lebewesen. Und ein Lebewesen ist eine Komponente aus drei Faktoren, nämlich aus Psyche, das heißt Mentalität und Seelenleben, Nerven und anatomischen Zusammenhängen wie Knochen, Muskeln, Zähnen etc., die sich bewegen. Wenn ich einen dieser drei Faktoren außer Acht lasse, werde ich keinen Erfolg im Unterricht haben. Und was das nach sich zieht, das wissen wir, denn zum Beispiel alles das, was geschehen ist, das erfahren Sie aber heute Abend im Pferdemuseum, bei meinem Vortrag, der mehr für die Allgemeinheit gedacht ist, nur zurückgreift auf das. Daher kommt ja das Übel, was jetzt durch alle Zeitungen geht. In dem Moment, wo ich nicht das Psychologische, das Tierpsychologische und die Innervation beachte, wenn ich denke, dass ich alles nur mit Muskeln und Knochen und Sehnen zu tun hätte, daraus kommt dann die Eskalation zur Brutalität und zur Roheit. Zwangsläufig. Irgendein Reitlehrer, ein Trainer kann gar nicht anders als brutal werden, wenn er das Psychische und das Nervliche nicht kennt. Also liegt es gar nicht bei den Lehrern, es liegt gar nicht bei denen, die das machen, sondern es liegt in dem Milieu, in dem diese Leute groß geworden sind. Und so kommen wir also heute wesentlich, denn man kann das nicht gemeinsam besprechen, wesentlich zum Anatomischen. Bitte beachten Sie genau, das kommt auf jedes Wort und auf jeden Satz an. Sonst verstehen Sie Jérôme nicht in drei Tagen. Wir haben am ersten Tag des Grundschulkurses Jérôme über die Funktion des Rückens, vor allen Dingen des Nackenbandes und des langen Rückenmuskels gesprochen. Hier haben wir nun ein Skelettpferd und an dem wollen wir uns das einmal genau anschauen. Der Rücken des Pferdes ist, wie wir wissen, eine Brücke, weil das Pferd ja auf vier Beinen geht. Diese Brücke hat, da das der höchste Punkt des Widerristes ist, kommt der in diese Figur, läuft es in eine Senke des Rückens hinein bis zum Kreuzbein. Das Kreuzbein hier hinten ist gewissermaßen ein Widerlager zu dem Brückenbau, den wir gleich besprochen haben. Vom Hinterhauptbein des Pferdes über die Halsmuskulatur selbstverständlich hinweg, aber nicht am Hals entlang, sondern da hinein über die Dornfortsätze, so nennt man diese Fortsätze der Rückenwirbel, hinauf spannt sich ein gewaltiges, sehniges Band. Das ist das sogenannte Nackenband, das Ligamentum Noche, wenn Sie es wissen. Das spannt sich nun über die Dornfortsätze des Rückens bis zum Kreuzbein, wo gewissermaßen ein Widerlager besteht, denn die beweglichen Rückenwirbel hier an diesen Stellen sind von hier ab unbeweglich. Sie sind miteinander verwachsen und geben somit ein Widerlager zu dem Hinterhauptbein. Umgekehrt. Vom Kreuzbein weg, rechts und links der Dornfortsätze, erstreckt sich ein kräftiger Muskelstrang, der sogenannte lange Rückenmuskel oder der Longissimus dorsalis, dasselbe. Der erstreckt sich nun rechts und links, wie ich sagte, dieser Dornfortsätze ungefähr bis an diese Position und verwächst dann mit dem Latissimus dorsi in dieser Richtung nach vorne in die andere Muskulatur hinein. Wie nun müssen wir uns das vorstellen? Wenn ein Reiter im aufrechten Sitz, im Sattel sitzt, sitzt er logischerweise auf dem schwächsten, auf der schwächsten Stelle der Brücke. Die schwächste Stelle der Brücke ist hier. Und gerade dort liegt der Sattel und der aufrecht sitzende Reiter. Das ist für die Bewegung nicht gerade besonders erfreulich und günstig. Vor allen Dingen auch nicht für die Muskulatur des langen Rückenmuskels. Denn der lange Rückenmuskel muss nun das Gewicht des Reiters außer dem noch tragen,
und braucht er eigentlich diesen langen Rückenmuskel für seine Bewegung. Dieser Longissimus dorsi läuft, wie wir es besprochen haben, ja da unter dem Reiter und unter dem Sattel weg, an der schwächsten Stelle. Deshalb reiten wir zum Beispiel im Chiron-Ausbildungssystem das junge, noch ungeschulte, das grüne Pferd, wie wir sagen, zur Dehnungshaltung an. Wie die Dehnungshaltung sich auswirkt, zeige ich Ihnen später. Das zunächst einmal der Gesichtspunkt. Denn in dem Moment, wo das Pferd jetzt aus dieser Haltung, etwa in diese Haltung mit seinem Hals und Kopf geht, entsteht die Dehnungshaltung. Sie können es auch die Weidehaltung nennen, Sie können es auch die Friedenshaltung nennen, das ist alles dasselbe. In dem Moment, wo Pferd Hals und Kopf nach vorwärts abwirkt, ist es friedlich. Nur ein friedliches Pferd grast und weidet. Ein alarmiertes Pferd hält den Kopf hoch. In dem Moment, wo es aber in diese Dehnungshaltung geht, tritt die Sehne in Kraft und stützt den Rücken ab. Darüber werden wir dann sprechen. Das ist der anatomische Ausgangspunkt des gesamten Chiron-Systems überhaupt. Inwieweit das außerdem noch mit dem Nervensystem zusammenhängt und mit der ganzen Psyche des Pferdes, mit der Mentalität, darüber sprechen wir dann im psychologischen und nervlichen Vortrag an einer anderen Stelle. Wir merken uns zunächst, ein Muskel ist ermüdbar. Eine Sehne ist unermüdbar. Wenn ich also eine Sehne in Arbeit stellen kann, für einen Muskel oder um einen Muskel zu unterstützen, bin ich ein recht kluger Mann. Ne? So wahnsinnig einfach ist das, weil ich eine sehnische Konstruktion ausnutze. Ich reite also dem Pferd in die Dehnungshaltung, ich bekomme durch das Nackenband die sehnliche Stellung über den Rücken und kann den Rücken stützen. Ich zeige Ihnen das dann in einem anderen Dings. Das wäre zunächst einmal das ganze Problem des Rückens. Wenn Sie mich jetzt fragen, mit Recht, ja, aber wenn ein Pferd dann Dressurpferd werden soll und der soll gar nicht irgendwie Gelände oder Spring oder Jagd oder Rennpferd werden, und dann muss er ja in der Dressurhaltung gehen. Ich sage, ja, das ist auch ein Vorteil. Denn der lange Rückenmuskel, der jetzt gekräftigt worden ist, Sie haben ihn ja freigelegt von Beanspruchung. Damit ist er für die Bewegung frei geworden. Wenn dieser Muskel nun kräftig geworden ist, dann können Sie ihrerseits durch ein vermehrtes Unterreiten, ein dressurmäßiges Setzen von hinten, den langen Rückenmuskel gebrauchen, dass er nun das Nackenband ersetzen kann. Aber das kann er erst, wenn es kräftig ist. Solange dieser Rücken noch nicht gekräftigt ist, muss ich damit rechnen, dass das Pferd sagt, Dankeschön, das ist nicht mein Sport, davon kriege ich Muskelkater, das tut mir weh, und dann geht der Kampf los. Und dann kommen wir von diesem Kampf nicht mehr weg, dass vorn gezogen und hinten untergetrieben wird, der Rücken wird dadurch in die hohle Position, in die konkave Position gezogen, ja, und dann ist der Krieg erklärt. Wer dann nicht als kluger Reiter oder als kluger Trainer die Konsequenzen zieht und das Pferd erstmal über den Rücken arbeitet, über den gesamten Rückenbogen, Hinterhand, Rückenbogen, Halsbogen, Kopf, der sitzt dann irgendwo in Teufelsküche und muss sehen, wie er wieder herauskommt. Das wäre das, was zunächst einmal von der Seite her zu sehen ist. Und das, was wir eben besprochen haben, das können Sie hier an einem kleinen Holzmodell sehen. Nehmen wir mal anstelle dieser Sehne ein Gummiband, dann würde dieses Gummiband vom Hinterhauptbein bis zum Kreuzbein, das sind die beiden Widerlager, über die Dornfortsätze, Kulminationspunkt Widerriss, den Rücken. Auf diese Weise stützen, ich sage ausdrücklich stützen, nicht aufwölben. Ein Pferd kann den Rücken gar nicht aufwölben, ist unmöglich. Aber ich kann den Rücken stützen dadurch. Bitte geben Sie acht. Jetzt ist das Nackenband außer Funktion und der Rücken wird durch das Gewicht des Rattes durchgesessen. In dem Moment, wo das Pferd in die Dehnungshaltung geht, unterstütze ich die ganze Rückenbrücke durch eine Sehne und bekomme den langen Rückenmuskel für die Arbeitsleistung frei.
Und in der Zukunft stärkt er sich und wird kräftig auch für dressurmäßige Ausbildung. Das ist das Kernproblem vom anatomischen Gesichtspunkt aus. Ich sage anatomisch, denn wenn Sie nicht die Innervation, also das ganze Nervensystem des Pferdes und das psychische, das heißt die Mentalität, die Verstehensmöglichkeit eines Pferdes in Rechnung ziehen bei Ihrer Ausbildung, da können Sie anatomisch tun, was Sie wollen, dann bleiben Sie nichts weiter als der Schaltkastenführer eines Hülfenschaltkastens, eines lebendigen Hülfenschaltkastens. Mit Hände hoch und Hände tief und linker Schenkel, rechter Schenkel und gib ihm mehr und halt ihm mehr und halt mehr gegen und treib mehr unter. Das ist mechanisches Reiten, damit kann ich einen Kran führen oder einen Traktor fahren, aber kein Pferd reiten. Sie haben ein Pferd, was, wie wir sagen, das Hindernis antaucht. Er nähert sich dem Hindernis und fängt an zu gucken und zu taxieren. Gucken und taxieren kann ein Pferd natürlich nur, wenn ich ihn dabei nicht störe. Das lernt es nicht. Wenn ich jetzt dahin sitze und halte mit hochgezogenen Händen und den Pferdekopf in der Luft, dass er gar nicht sehen kann, und reite ihm den Rücken weg, dann bin ich natürlich ein Trottel, nicht? Dann bin ich ein Ausbildungstrottel, weil ich dem Pferd gar nicht die Chance gebe, das, was er soll, überhaupt zu erkennen. Jetzt fängt er an, wir sehen hier etwas, das ist das, was wir jetzt bringen, die Speichenwirkung. Sie haben immer eine Speichenwirkung zu beobachten. Wir werden das in der Praxis sehen. Die Speichenwirkung ist das. Was von hinten kommt, geht als gewaltiger motorischer Schwung über den Rückenbogen und Halsbogen nach vorn. Über was geht die Wirkung? Die muss über irgendetwas, muss die Wirkung kommen. Und das ist die Speichenwirkung. Das Pferd stellt hier eine Speiche und wickelt dann die Speiche auf diese Weise ab. Sie sehen das hier dann nochmal. Die Speiche tritt auf, die nächste Speiche tritt in Sekundengeschwindigkeit, Bruchteile daneben. Hier geht es über den Kopf. Die Speiche, diese Speiche, die den Boden hier betritt, verlässt hier und diese Speiche übernimmt. Und so kommt dann, was Form betrifft, Vorhand betrifft, die Speichenwirkung zur Geltung. Über diese Speichenwirkung arbeiten wir in Zukunft bewusst, um die Vorhand zu entlasten, damit sie nicht belastet wird, damit es nicht heißt, ja, der leichte Sitz ruiniert die Vorderbeine, ruiniert sie gar nicht, nicht wahr? Ein korrekter, leichter Sitz schont die Vorderbeine. Warum? Wir kommen mit anderen Bildern, schauen. Stellen Sie sich vor, auf diesem Pferd säße ein Reiter so, wie jetzt mein Stock steht. Mit seinem Gewicht. Dann würde dieser Reiter mit dem Gewicht genau in die Speiche stoßen und würde diese Speiche wie mit einem Hammer in den Boden treiben. Das würde einen gewissen Stopp und ein neues Weitergaloppieren geben, nur deshalb, weil der Schwung ja da ist, der ist ja nicht zu hindern. Und jetzt bekommt das Pferd eine unheimliche Speichenstopp, wenn der Reiter aufrecht sitzt. Und das ruiniert die Vorderbeine. Sitzt der Reiter bereits da, springt er die Speiche an und das Rad, um es mal so zu nennen, rollt weiter. Ist das verständlich? Kann ich das Thema verlassen? Dann haben wir hier etwas, was wir wissen müssen. Wir werden das morgen oft in der Praxis besprechen. Wenn man sagt, ein Sprung, ein Pferd muss nur Dressur müssen, dann springt er auch. Nee, so, das ist alles Faselei, kann ich Ihnen nachweisen, das ist nicht stimmt. Dann müssten ja die besten Dressurpferde gleichzeitig die besten Springpferde als Dressur. Hat damit nichts zu tun. Es sind zwei Paar Schuhe, das ist Picasso, das Pik. Oder Pettenkofer und Patentkofer, sonst so. Wenn man das durcheinander schmeißt, nur weil man nicht sprachgewandt ist, dann ist das eben ein Fehler, ein Lehrer sollte das nicht tun. Gut. Was muss ich wissen? Das war die Speiche. Ein Pferd, ein Sprung ist nicht, wie es immer heißt, nichts weiter als ein erweiterter und erhöhter Galopp. Das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge. Ein Sprung ist nicht nur etwas anderes als ein Galoppsprung, sondern eine völlig neue Beinsetzung. Die Galoppade läuft so ab beim Linksgalopp, wie ich mich jetzt hier hinstelle. In dem Moment, wo das Pferd abschwingt, muss er beide Beine nebeneinander stellen. Sonst hat er gar nicht die Kraft, über ein höheres Hindernis zu kommen. Er drückt mit beiden Beinen ab, um das, was hier zu sehen ist, überhaupt leisten zu können.
Das bedeutet, dass ein Pferd als Lebewesen, als mit mir arbeitender Partner, nicht nur taxieren lernen muss. Unter Taxieren verstehen wir ja, guck hin, lerne durch die Übung, wie weit es noch ist und sieh zu, dass du deine Beine, genau wie jeder Leichtathlet, der über die Latte springt, der muss ja auch taxieren. Der legt sich dort vielleicht ein Taschentuch hin oder irgendeine Streichholzschachtel und sagt, bis dahin, das ist dein richtiger Moment zu öffnen. Beim Leichtathlet. Ebenso lernen Pferde das. Wie sie das lernen, machen wir in der Praxis. Das lasse ich, tue ich, sonst dauert es zu lange. Kurz und gut, er braucht nicht nur dieses Taxieren zu lernen, sondern er muss die Beinsetzung ändern. Er muss die Galoppbeinsetzung in die Springbeinsetzung, sonst hat er den Druck nicht. Er kann natürlich über so ein kleines Hindernis kann er auch galoppieren, nicht, ja? Das kann er schon. Aber wahrscheinlich wird dann ab und zu mal das Cavaletto umfallen beim Galopp. Aber springen, wenn es mal so oder gar so hoch wird, ist mit beiden Beinen. Das muss das Pferd lernen. Und das kann ich ihm nicht andressieren, das kann ich nicht. Das muss er selber lernen. Und jetzt kommen wir zum Chiron-Begriff. Chiron arbeitet die Pferde so, dass sie es selbst lernen, aus der Situation, die ich diesem Tier anbiete. Wir machen das dann morgen mit In- und Out-Springen. Die Pferde lernen es von ganz alleine, ich darf sie dabei nur nicht stören. Wenn ich dort wieder Kasperl-Theater, Marionettenfiguren spielen will, mit ich ziehe die Beine hoch oder ich lasse sie stehen oder ich will linkes Bein, rechter Schenkel, rechte Hand, linke Hand, Hände hoch, Hände tief. Mit diesem Marionettenspiel bin ich am Ende, wie ich angefangen habe. Die Pferde müssen selber. Sie müssen selbstständig lernen, der Reiter muss sie begleiten. Und das ist dasselbe Pferd, sehen Sie bei seinen ersten Springübungen über ein hochgestelltes Cavaletto. Genau dasselbe Pferd, dieselbe Reiterin, die er sich nur bemüht, dass um Gottes Willen nicht stört. Das Pferd macht die Sache schön und willig, aber völlig ungeschickt. So fangen Pferde an. Sie springen noch mit anderthalb Beinen ab, sie haben noch nicht gelernt, die beiden Beine nebeneinander zu stellen. Und ebenso die Vorderbeine. Die Vorderbeine eines bereits gut geschulten Springpferdes würden so stehen, so, 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 und der andere daneben. Und die Hinterbeine würden ebenfalls daneben stehen, würden beim Absprung, das ist dann bereits die gewonnene Grundschule, oder sagen wir mal die vollendete Grundschule, wie wir es in diesem Kurses beobachten und erkennen. So fängt es an. Lass es doch. Wenn ich jetzt versuche, da etwas dran zu machen, wenn wir dressieren zu wollen, eine Springdressur, wie es so schön heißt, auf einmal starten zu wollen. Mon Dieu, dann kommen die Sachen heraus, die Sie, ja, wir zeigen Ihnen das später, die Sie heute in allen Zeitschriften sehen, diese saumäßigen Stil, die man überall sieht. Das kommt nur daher, dass man springen, dressieren will, man kann aber springen durch Schuld. Weiter. Das ist ein Bild aus meiner Zeit, wie ich im British Riding Club gearbeitet habe. Das ist ein Plateau, also wie sagt man, eine Art Billard, ja, ein Plateau, über ein dahintergestelltes Rig in die Tiefe. Ich bringe das Bild deswegen hinein, weil es heißt, ja, aber wenn, nicht wahr? Wenn Sie dann schwierige Sprünge haben, zum Beispiel von oben nach unten, die in die Tiefe gehen oder im Militär und so weiter, da fallen Sie auf und ich sage, warum soll ich denn runterfallen? Wenn ich im leichten Sitz korrekt reite. Wenn ich falsch reite im leichten Sitz, falle ich natürlich runter. Ja. Knie, Wade, Fuß durchgetreten durch den Bügel. Wenn ich den Bügel an der Fußspitze habe, habe ich schon kein Fundament mehr. Darüber sprechen wir heute in der Praxis. Hüfte zurückgeschoben, Schulter tief im dynamischen Schwerpunkt, Hand am Hals, die jederzeit bereit ist, sich selbst am Hals abzustützen. Und das Pferd hat völlige Freiheit, um nach seiner Speichenwirkung in die neue Speichenablauf hineinzuspringen. Weiter, ja. Aber die Beine, so heißt es, die Beine, man schaue sich die Beine an eines Pferdes, dieses Gelenk da unten, also das Fesselgelenk, das biegt sich durch bis nach unten und das muss das ganze Gewicht aushalten nach einem Sprung.
Ich sage, wenn das der Fall wäre, dann könnten wir überhaupt mehr keine Pferde. Die gingen uns alle in den ersten Vierteljahr, wären die alle kaputt. Alle geschlachtet. Und jetzt kommt die Geschichte mit dem Schlüsselbein. Pferde haben ja bekanntlich kein Schlüsselbein. Das heißt nicht nur Pferde. Alle Tiere, die springen wollen oder springen müssen, das sind also Rehe, Gazellen, Hirsche, das sind Katzen, Hunde, Großkatzen, Tiger. Alle die Lebewesen, die springen müssen, können kein Schlüsselbein verwenden, weil sie das bei den Sprüngen natürlich brechen würden. Das hielt ja nicht lange aus. Und so hat das Pferd also kein Schlüsselbein. Es hat aber eine Federung, eine wundervolle Abfederung. Von diesen Stellen her, rechts und links des Brustkorbes, zwischen den Schulterblättern sowohl als auch zwischen den oberen Teil des Oberarmes, die sich von hier ungefähr so hineinzieht. Ich wiederhole, eine muskulöse, sehnendurchwachsene Hängematte. In dem Moment, wo das Pferd zum Beispiel springt, wird diese Hängematte in Funktion treten und wird beim Aufkommen auf den Boden den Körper abfedern können. Das ist die Hauptfederung des Pferdes im Sprung. Wenn Sie denken, Sie können das dressurmäßig von der anatomischen Seite her erzwingen, ohne die seelische und die nervliche Seite zu beobachten, arbeiten Sie im Stress. Wenn Sie im Dauerstress arbeiten, entsteht daraus der chronische Stress. Das Pferd wird Ihnen dann bei jedem Sprung in einer Angstsituation, bitte, wenn Sie, stellen Sie mal vor, Sie bekommen plötzlich aus irgendeinem Grund, was machen Sie? Sie machen so, stimmt das? Sie spannen sich. Sie spannen Ihr Muskelsystem. In dem Moment, wo das Pferd aus der Stressarbeit in die Springarbeit hineindressiert wird, ist die Elastizität dieser Hängematte hier nicht nur vermindert, sondern fast verloren, denn sie wird steif. Und wenn eine Federung steif ist, ist es keine Federung mehr. Und jetzt geht das ganze Gewicht auf die Beine. Und jetzt gehen die Pferde zugrunde schon mit 4, 5, 6, 7 Jahren an Hufrollen, Entzündungen oder an übersprungenen Sehnen nur durch eine falsche Ausbildung im dressurmäßigen Springreiten. Hier sehen Sie deutlich die Speichenlungen. Diese Speiche ist bereits über den Kulminationspunkt hinaus und die beginnt. Die Reiterin sitzt vorzüglich im dynamischen Schwerpunkt, Kniewade, Fußbügel durchgetreten, den Hintern flach hinten im Sattel hinaus, nicht aufgestanden, darüber reden wir noch, die Schulter über Kniewade, Fußbügeltritt und die Hand am Hals, womit die Reiterin sich jederzeit abstützen kann. Die Hände in der Luft sind sinnlos, erstens einmal für das Pferd und zweitens für die Sicherheit des Reiters. Weiter, deutlich zu sehen, Speichelwirkung in der Kulmination, stark durchgetretenes Fesselgelenk mit der Sehne, die neue Speiche betritt, die Hinterbeine sind gerade drüber, die Reiterin vorzüglich Knie, Wade, Fuß durchgetreten durch den Bügel, den Hintern flach hinten hinaus am Sattel, die Schulter genau im dynamischen Schwerpunkt, erinnern Sie sich an den Kreis im Anfang, und die Hand wieder aufgesetzt am Hals. Köpfchen hoch, weil sie den nächsten Sprung schon sehen will und außerdem nicht weiß, ob nicht aus irgendwelchen Gründen dieses Pferd den Kopf noch weiter zurücknimmt, dann kriegst du den Kopf an. Also das ist alles ganz, ganz vorbildlich. Eine vorbildliche Landung. Weiter. Cavaletti-Arbeit, wir machen sie heute oder ja heute und morgen. Cavaletti-Arbeit ist Rückenarbeit. Wenn Sie heute in Richtlinien und Büchern herumlesen, da wird immer darüber geredet, dass das für die Beine wäre. Natürlich werden die Beine dabei trittsicher. Aber das ist so, das ist ein Bonus, den stecke ich mir, ein Geschenk, dass die Pferde trittsicher werden, ein Geschenk, was mir die Pferde mitgeben. Rückenarbeit ist es, die Pferde sollen aus dem Rücken arbeiten. Sie sollen lernen, aus dem Rücken quasi über Hindernisse zu kraulen. Wir werden dann dort sprechen, in der Praxis, dass die Hindernisse für Trab sehr niedrig sein müssen, nicht mehr als 20 cm über der Erde. Wenn ich sie mit solchen Cavalettis auf Hoch stelle, ist es schon ein Galopp-Cavaletti, aber kein Trab-Cavaletti.
Denn in dem Moment, wo ich sie hochstelle, müssen die Pferde die Beine mehr heben. In dem Moment, wo sie die Beine mehr winkeln müssen, müssen sie den Rücken mehr festhalten, können sie den Rücken nicht mehr dehnen. Dann habe ich die Rückenarbeit nicht in der Tasche. Wenn ich aber die Rückenarbeit nicht habe, habe ich etwas nicht. Denn jetzt kommen wir wieder zum Anfang. Ich habe die Verbindung der Brücke von hinten und vorn, habe ich nicht. Und daraus entwickelt sich nun alles Weitere. Wenn ich jetzt die Cavaletti nehme, weil ich gehört habe, ach, Cavaletti-Arbeit ist etwas Großartiges, und baue die Dinger auf hoch, dann ist das keine Trabarbeit mehr, weil sie die Beine heben müssen. Die Pferde werden dann, wie man sagt, zu Schenkelgängern, aber nicht mehr zu Rückengängern. Je höher ich die Beine heben lasse beim Pferd, umso mehr wird der Rücken starr, weil er die Dehnung nicht mehr, diese Elastizität hier, nicht mehr bekommt. Wir werden das dann später beim Springen besonders sehen. Auf dem Bild ist alles falsch. Der Reiter sitzt mit viel zu langem Bügel aufrecht und mit hohen Händen und vorne steht der Hals wie eine Deichsel aus dem Pferd heraus und er hebt die Beine und es sind die Dinger auch natürlich viel zu eng gestellt. Es steht zum Beispiel in den Richtlinien und im Pferdepass steht hinten drin die Entfernung der Trabkavaletti ist 1,20 Meter. Das ist nicht mal für Shetland-Ponys ist das vielleicht gerade richtig. Für Ponys mit einer Rückenhöhe so hoch wie der Tisch und mit einer Länge so lang wie der Tisch. Aber für ein Großpferd ist es 1,50 Meter von hier bis da auf der Erde gestellt. Die werden das sehen. Wenn ich es kürzer mache, muss der Reiter so machen. Wenn der Reiter so macht, stört er schon wieder sein Pferd im Lernen. Lassen Sie die Finger von diesem Unfug. Es ist falsch. Ja, auch der Mensch, der auf zwei Beinen läuft, und trabt, er galoppiert ja nicht überhin. Auch der Schnellläufer galoppiert ja nicht, nicht? Muss man sich überlegen. Der Mensch aus zwei Beinen trabt ja. Der trabt ja auch sein höchstes Tempo, was er kann. Nämlich die 100 Meter in 10 Sekunden. Trabt er ja. Er galoppiert ja nicht. Aber er, ob trabt oder galoppiert, er braucht seinen Rücken. Wenn er nicht mit dem Rücken arbeiten kann, ist die mit der Springerei aus. Wie viel mehr bei einem Vierbeiner? Also das dürfte wohl ziemlich logisch sein. Je mehr ich dressurmäßig über Sprünge arbeite, umso weniger komme ich an. Je mehr ich auf Dehnungshaltung und Rücken arbeite, umso mehr Erfolg habe ich in der Leichtathletik, beim Zweibeiner und beim Vierbeiner noch viel besser. Weiter. Das ist also die Grundausbildung für Reiter und Pferd. Dieses Pferd ist wundervoll. Das ist natürlich ein Pferd, was mindestens 200.000, 300.000 Mark gekostet hat, nehme ich an. Das sind die Pferde, die sich am Springen nicht hindern lassen. Aber der Reiter ist so ungefähr das Grau, es gibt noch Scheußlöcher, aber es gehört mit zu den Horrorbildern. Hoch aufgestanden, weit vor dem dynamischen Schwerpunkt. Viel zu lange Bügel, die Fußspitze im Bügel, die Beine nach hinten weggeflogen, das Knie offen, die Schulter tief, ja, aber am Hals vor. Und die Hände, mit denen er sich abstützt, die sind gut, weil er dem Pferd wenigstens Freiheit gibt, seinen Hals zu dehnen. Pferd ideal, Reiter einfach, unmöglich. Unmöglich, weil es kein Stil ist, der für den Sport brauchbar ist. Wenn Sie sagen, ja, der gewinnt aber doch dauernd goldene Schleifen, dann sagt er, gewinnt nicht, weil er so reitet, sondern trotzdem er so reitet. Sehen Sie, das ist dieses arme Mädchen, die Sonja Sterzinger, da heißt es, da ging es gut. Mit diesem Pferd ist ihr das unglücklich passiert. Das Mädchen, eine sehr talentierte, leider etwas zu ehrgeizige Reiterin, aber sehr talentierte Reiterin, die aber falsch geschult worden ist in vielen Dingen, denn man hat ja nicht gesagt, dass ein Pferd, was in seiner Leistung auf einmal nachlässt, auf der 8000 Meter langen Militärstrecke, die im 570 Meter Tempo geritten ist, dass man ein solches Pferd rauszieht, dass man den nicht weiterreitet. Sie hat gedacht, das geht trotzdem, wahrscheinlich ist auch noch anders. Und dann ist sie nicht mit diesem Pferd, mit einem anderen Pferd, mit einem Schimmel, ist sie dann in Achselschwang im Jahr 1984 zu Tode gestürzt. Pferd hatte keine Kräfte mehr, sprang von einem Plateau hinunter, verhagelte sich aus Schwäche mit den Hinterbeinen, ging über Kopf, überschlug sich, sie schlug glatt flach auf den Boden, das Pferd fiel auf sie drauf, das Pferd hat sie also total erschlagen durch das Eigengewicht
Ich habe das Video nicht selbst, aber ich habe es gesehen. Ich will sehen, dass ich in Abzug bekomme. Das Pferd steht da, also das Mädel liegt unten auf der Erde. Man sieht, wie sie runterfällt, wie das Pferd auf sie drauf fällt. Das Pferd rappelt sich wieder hoch. Das Mädel bleibt schon liegen wie ein Baum. War schon tot, war schon erschlagen. Und der Schimmel steht so daneben mit solchen Bammelohren. Da torkelt selber so ein bisschen hin und her. Und geht dann weg, dann ist der Film dort zu Ende. Sehen Sie, stellen Sie sich vor, wenn die gelernt hat, bei solchen Tiefsprüngen, wie ich es sage, im Rennrodelrückenliege sitzt, hinunterzuspringen, wenn die jetzt von da, wenn dieses Pferd hier hineinspringt in irgendein Loch und überschlägt sich, wie fällt die denn hin? Die fällt so hin, sehen Sie? Und das Pferd fällt drauf. Wenn die im leichten Sitz sitzt, wenn die so drauf sitzt, so, die Füße hier etwas gegengestellt, so, und die Hände auf dem Hals, und das Pferd geht über Kopf, dann geht die mit einer Rolle ab und kommt weg vom Pferd. Ich klage an. Ich klage an. Die gut nach vorn geschobenen Hüften und dieses idiotische nach hinten übersitzen in schwierigen Hindernissen. Lebensgefährlich, zumindest Krankenhausreif. Krankenhausreif oder auch Friedhofreif. Weiter bitte. Wenn ich habe mein ganzes Leben nur mit durchgetretenem Bügel gelitten. Meine Schüler haben alle nur mit durchgetreten. Warum erzähle ich Ihnen in der Praxis? Nur mit durchgetreten. Es ist noch keiner meiner Schüler vom Platz getragen worden. Das ist mein Stolz, darauf bin ich stolz. Ich habe also in den letzten Jahren 70 oder in den letzten 4-5 Jahren 70 oder 80 solche Lehrgänge gehalten. Es ist noch nicht einmal irgendeiner meiner Schüler aus einem Kursus aus dem Parcours oder aus der Halle getragen worden. Weder mit der Bahre noch unter Stützung von zwei Sanitätern. Warum? Gestaubt hat es oft. Runtergefallen sind viele. Oft ist der Dreck so geflogen draußen. Staubwolken und alles. Blaue Flecken, ja. Aber nichts. Warum? Weil sie entspannt gefallen sind. Weil sie nicht im Stress gefallen sind und die Pferde in ihrer Weise entspannt gefallen sind. In dem Moment, wo sie etwas entspannt tun, in einer Notsituation, irgendeiner Notsituation, braucht gar nicht beim Reiten sein, kann beim Skilaufen sein, kann beim Bergsteigen sein, bei einer Klettertour oder wo immer. In dem Moment, wo sie sagen, oh Gott, und sie machen sich steif, passiert ein Unglück. In dem Moment, wo sie sagen, mal sehen, wie es weitergeht, entspannt, kommen sie weg. Es ist eine Frage der Entspannung, es ist ja nicht nur eine Frage der Muskelreaktion, sondern vor allen Dingen der seelischen Reaktion. Und die wird im ganzen Chiron-System vorn angestellt. Und Sie denken, ach Gott, das Pferd ist so gut gegangen, der geht auch so weit, auf einmal bleibt er stehen. Wie man so schön sagt, er zieht auf einmal die Vierradbremse und böh. Da fliegen Sie aber runter, wenn Sie im leichten Sitz gelitten haben. So, na, ich kann natürlich runterfallen. Ich habe nie behauptet, dass der leichte Sitz eine Lebensversicherung ist, das kann jedem passieren. Sie können Sie können bekanntlich auch den Finger brechen, wenn Sie in der Nase bohren. Das ist eine alte Geschichte, eine Volksweisheit. Also das kann man ja. Kein Mensch ist sicher vor irgendwelchen Verwundungen, in welchem Sport auch immer er treibt. Es handelt sich nur, welche Gewinnchance ist größer. Wenn der mit der Fußspitze im Bügel und langem Gebein plötzlich stehen bleibt, haut den ganz zweifellos auf diese Weise hinunter, wenn das Pferd den Kopf hier da reinsteckt. Dasselbe Pferd ist genau abgepaust hier wieder erscheint. Die Beine stehen genau, der Rücken steht genau, die Vorderbeine stehen genau, der Arm steht genau. Jetzt sitze ich im leichten Sitz drin und schiebe meine Hüften gut zurück. Mein Knie ist zu, die Wade ist dran, der Fuß ist durch den Bügel durchgerammelt und die Hände stehen am Hals. Die Chance, dass ich nicht runterfalle, ist jedenfalls größer als die. Ich sage, morgen, wenn wir über Psychologie, Innovation reden, werde ich zu diesem Bild sagen, erinnern Sie sich an das Bild, wo ein Pferd mit einem Reiter in einem schweren Springen, denn das war eine Bomben-S-Mauer,
mit Volltreffer hineingegangen ist. Das sind desorientierte Reflexbahnen. Das Pferd war, ist springdressiert, ist natürlich ein S-Pferd, mit allen Mitteln muss, Pferd ein Hindernis sehen und nur eins im Gedanken, du musst um jeden Preis. Und dann kommt er in die Situation, gehorche ich der Dressur, du musst, wenn es nicht passt. Oder mache ich das, was ein gesund geschultes Chirurgenpferd gemacht hätte, wenn der an eine hohe Mauer kommt und kommt gerade hierher, da, sagen wir, da, wo dieser Kasten steht, dann kommt die Frage, kann ich noch einen Galoppsprung machen oder nicht? Der Reiter zwingt ihn aber, das Pferd weiß, ich muss springen, dann springt er hier ab und dann geht es nicht, weil er die Höhe nicht, dann geht er in Volltreffer rein. Ist es ein Chirurgenpferd, sagt er sich, es hat nicht gepasst, ich bleib stehen. Dann bleibt er stehen. Dann wird er neu angeritten und dann kann er's. Habe ich noch einen Vorteil. Denn dann habe ich drei Fehler, nicht? Wenn ich stehen bleibe und neu anreite, drei Fehler. Was hat der? Der hat vier Fehler und acht Fehler zum Sturz. Der hat ein Dutzend. Der hat 12 Fehler. Was ihm also diese Springdressur wert ist, das weiß ich nicht. Da ist dieses Pferd, was springgeschult und nicht springdressiert ist, nicht nur sicherer im Hinblick auf die Gesundheit von Pferd und Reiter, sondern auch sogar im Hinblick auf die Fehlerabrechnung. Weiter bitte. Das ist ein Bild, das kennen Sie auch aus diesem Buch, das ist also ein Bild aus meinem Nähkästchen, aus meinem Archiv, eins meiner Pferde im Training aus dem Jahr 1951, nein, später 1953. Ich habe es genannt Rumplummels Sabrina. Sie sehen, das ist ein Ochse, Sie sehen, das ist die Vorderstange und hier sehen Sie das, hier war die Hinterstange. Die Hinterstange ist aber nicht mehr drin. Die hat sie gerissen. Die Hinterstange ist hier. Die hat sie zwischen die Beine gekriegt. Es passte nicht. Es war aber noch nicht so weit weg, dass das Pferd gedacht hätte, das geht nicht mehr. Sie ist abgesprungen. Hat aber doch die letzte Stange, weil das Ding 1,60 Meter weit war, hat die Stange mitgenommen. Jetzt gibt es nur eins. Ich kann meinem Pferd nicht helfen. Und da ich chirurgmäßig von jeher mein Leben lang gedacht und gearbeitet und geritten habe, habe ich nichts weiter gesehen, als mein Fundament mit durchgetretenem Bügel zu lassen, den Hintern weit wegzusenken, die Schulter tief zu nehmen und mit der Hand dem Pferd zu geben, was ich geben kann, damit er sich helfen kann. Denn die einzige Möglichkeit, sich zu helfen, ist der Hals. Der Hals ist für das Pferd in solchen Sachen die Balancierstange. Wo der Mensch so machen würde, wenn er ausrutscht, macht das Pferd so. Gut, die Stange war raus. Pferd ist weitergekommen. Nichts passiert. Nichts passiert. Ganz einfach deshalb, weil ich dem Pferd gesagt habe, komm, mach's alleine. Ich werde auf solche Momente noch später zurückkommen. Weiter bitte. Das ist einer meiner besten Stilisten, einer meiner besten Chirurgenlehrer gewesen, der vor 2 Jahren gestorben ist. Das ist Burchard von Jena. Und zwar ist er gestorben, er ist nicht etwa verunglückt, etwa, nein, kein Stück, sondern er ist gestorben, er ist also, wie alt war er, 64 Jahre, 74 oder 78, 75 Jahre alt war er. Er ist gestorben. Und kurz und klein, das ist er noch in seiner Glanzzeit, sehen Sie, das sieht man das Bild gut, ich sehe es nämlich nur genau. Gut. Ein tadelloses Fundament mit dem durchgedrehten Bügel, mit einer extrem tiefen Schulter um dem Pferd alle Möglichkeit geben, das zu machen. Dasselbe haben Sie hier. Ganz vorbildlich in der Dynamik. Micky Brinkmann, Hans-Heinz Brinkmann. Sehen Sie? Und da heißt es wieder, der Becherstiel unmöglich. Ich sage, ist der Stil unmöglich von Brinkmann? Ist der Stil unmöglich von der Kavallerieschule? Vor dem Krieg, in den Jahren 39, 38, 37, 36, also bis zum Kriegsschluss. Ist der so miserabel, dass der heute nicht mehr geritten werden soll, oder? Ist das der heutige Stil, der so geritten wird, der bessere, oder wie? Antwort, nein, aber die Zeiten ändern sich. Was heißt die Zeit? Das hat doch mit Stil nichts zu tun. Die Zeiten ändern sich. Ja, heute wird über schwierigere hin. Stimmt nicht, ist nicht wahr. Die haben früher über genauso schwierige Sachen. Das ist der große Wasserkram in Rom.
wo die Cappadoro geritten wurden, die Coppa Mussolini geritten worden sind, alle diese schweren Ringel, die haben über Sachen geritten, die waren nicht niedriger wie unsere Leute, keine Stimme. Das ist mein letzter großer Schüler, also was heißt groß, nicht in Figur, sondern ein erfolgreicher Schüler, der also hier auf der Europäischen Meisterschaft der Military in Berlin vor 3 oder 4 Jahren ist das gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau, wann das war, im Jahr 84 oder 85. Und zwar sehen Sie über den Sprung, der heißt, der Sprung hieß Potterbiss, der ist in dem Blätterheft zu lesen mit genauen Maßen. Da stehen die Maße drin, die Maße habe ich abgeschrieben. Der Sprung ist von diesem Brett bis zu dieser Hecke 3 Meter. Das könnte man nicht vermuten. Die Hecke ist eine Zahnbürste, wie Sie sehen. Da kann man zwar ein bisschen mit einem Huf hin, aber wenn man da einen groben Fehler macht, hängt man drin. Also die muss man ziemlich sauber finden. Diese Stange ist 1,20 hoch, die Hecke ist 1,40 hoch. Wo ist er weg? Außerhalb des Bildes. Bitte schätzen Sie, wie weit ist der weg? Wo ist der weg? Hier ist er nicht weg, der ist eher weg, da ist er weg. Wie viel wird das sein? Wie weit wird er vor dem Brett weg sein? 3,50. 5 Meter. Möglich. Also, vom Brett bis dahin, wir merken uns, 3 Meter. Wo ist er weg? Zuruf war 2,50. Ja, wahrscheinlich ja, sagen wir mal 2,30. Ja, machen wir gar nicht so gern. Wo kommt er an? Er kommt ja nicht nach der Bürste sofort an. Wo kommt er an? Ungefähr wie viel dahinter? Zuruf. Ja, sprechen Sie mal. Wenn hier das Hindernis ist, so hoch hier wie das Bild hängt, wo kommt das Pferd an? 2 Meter. Was schätzen Sie? Schnell. Meter. 2. Was sagen Sie nur? 3 Meter. 2. Sagen Sie nur 2 Meter, vielleicht ein bisschen mehr 2 Meter. Dann hätten wir 16 zusammen, 3 Meter Hindernis, 2 Meter davor sind 5, 2 Meter dahinter sind 7 und vielleicht noch ein paar Zentimeter mehr. Sind Sie 7 Meter und einige Zentimeter. Deckt ein solches Pferd in einem Militär? Das ist ein anderer Militärrat, das ist der Sohn von Jochen Webers, das ist also augenblicklich mein Chef, der Spring- und Geländerater, Chiron, zu dem ich alle die hinschicke, die also turniermäßig Militäre oder schwere Springen gehen wollen, die lernen dort. Das ist sein Sohn, alles dieselbe Schule, sehen Sie, Kniewade, Fuß, Schulter, Hand, am letzten Tag einer Militäre über die Parcoursstrecke weiter. Und das da möchte ich Sie ganz kurz bitten, kurz eine Gedenkminute. Das ist mein hochverehrter Lehrer Andreas von Flotho. Lebt natürlich schon lange nicht mehr, denn er ist geboren worden im Jahre 1876. Ja. Der wäre also weit über 100. Weit über 100 Jahre, wenn er lebt. Diesem Andreas von Flotho habe ich es zu verdanken, dass er mir, ich war sein Lieblingsschüler damals, dass er mir mitgegeben hat, welche denken Sie daran, dass Sie wirkliche Erfolge mit Gelände und Springpferden nur haben können, wenn Sie mit der Psyche des Pferdes arbeiten. Weil sich nur durch diese Verbindung Psyche und körperliches Geschehen ein gesundes Nervensystem bildet. Die Pferde bekommen damit starke Nerven, hat er immer gesagt. Und ein Pferd, was starke Nerven hat, mit dem können sie alles machen. Die Idee ist die, menschliche Vernunft verwachsen mit der Kraft und der Güte des Pferdes. Es hat noch tiefere Gedankengänge, die ich aber jetzt nicht erkläre. Das können Sie in allen meinen Büchern nachlesen, wo die mythologische Figur herkommt, wer Chiron überhaupt war. Auch Goethe hat ihn im zweiten Teil seines Faust, dort spricht er,
mit den Sphinxen dieser Chiron auf griechischer Art. Also es ist eine griechische mythologische Figur und für uns das Symbol menschlicher Vernunft mit dem Verstand, der Kraft und der Güte des Pferdes verwachsen. Keiner dressiert den anderen. Einer lebt aus der Kraft des anderen und aus der Vernunft des Menschen. Danke vielmals, das war's für uns.